Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Bus-Simulator-Fans. Herzlich willkommen hier bei Nickfrei zockt, fährt Bus. Ja, was soll ich sagen? Wir stehen hier gerade an einem Halteplatz. Mach gerade mal alles wieder zu und fahr mal wieder alles ein. So, dann setzen wir mal Blinker und fahren mal langsam los. Ich mache dieses Video deshalb, weil ich gerade ein Gespräch hatte mit Still Alive. Und erstmal Daumen hoch dafür, ja, weil ich finde es gut, dass man mit mir spricht, um ja, das Spiel zu verbessern. Es hört sich blöd an, aber um das Spiel zu verbessern. Ja, ich habe da auch nettes Feedback bekommen. Upsa. So, wir setzen mal Blinker. Dann. Ich weiß nicht, ob ich einen Rollstuhlfahrer dabei habe. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Schauen wir mal, hier ist Tutti Kompletti Programm. Steigen wir hier aus, steigen wir hier ein. Da ist sogar ein Rollifahrer, den sehe ich jetzt erst. Habe ich vorher gar nicht gesehen. So, der rollert jetzt rein. Wunderbar. Zum Glück habe ich die Rampe rausgelassen. So, wir machen die Türen zu. So, dann fahre ich mal weiter. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt lang muss. Beinahe hätten wir einen Unfall gebaut. Ich bin in Copperpot aufgewachsen, aber ich habe hart gearbeitet. Ja, also, was hat das Gespräch ergeben? Also, meine Kritik, die von vielen gerne als der heult immer nur rum und macht alles schlecht angesehen wird, ist dort sehr gut angekommen, denn Spieleentwickler sind im Gegensatz zu dem, was viele meinen, könnten Sie mich bitte schnell noch rauslassen? Durchaus daran interessiert. Wo ist die nächste Haltestelle? Den lassen wir nicht extra raus. Man ist durchaus interessiert, ein gutes Spiel zu machen. Wo ist denn hier der... Da. So, wir lassen die Rampe raus. Dann senken wir ab und dann machen wir die Türen auf. Das habe ich mittlerweile ja auch gelernt. Hervorragend. Wir haben die Mission geschafft. Gut. Wenn wir die Mission geschafft haben, kann ich mich jetzt gleich mal darauf konzentrieren, das alles mal zu erzählen. Das ist eigentlich meine Lieblingsserie, aber ich fasse es nicht. Das kannst du hier nicht machen. Nein. Fahre die Route bei Nacht, hat er immer noch nicht gezählt. Wir haben 4.33 Uhr, es ist dunkel, es ist Licht an. Ist nicht Nacht genug. Ja, über genau solche Dinge haben wir geredet in dem Gespräch und ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. Also, wie gesagt, man ist erstmal dankbar gewesen für mein Feedback. Mein Feedback war sehr ausgiebig. Ich habe gesagt, Leute, es kann nicht sein, dass ich 4,5 Stunden Tutorial spiele und bin immer noch nicht durch, dass ich nicht auf die Europakarte kann, wegen dem Tutorial, was immer noch nicht durch ist, dass die Kommunikation im Spiel so schlecht ist, dass man gewisse Dinge nicht findet, dass es vor das Feedback so ist, dass ich es runterdrehen muss, dann spüre ich den Bus kaum noch. Und dann kommt ein Schlagloch und es reißt mir trotzdem noch das Lenkrad aus der Hand. Das nicht. Ich muss die Rampe rausfahren, dann einen Bus absenken, dann die Türen öffnen. Im Tutorial vorkommt, sondern es heißt einfach nur, lass die Rampe raus. Das heißt, ich senke den Bus ab, ich mache die Türen auf, ich lasse die Rampe raus und es wird gesagt, es geht nicht. Und dann fange ich an, da rum zu rotieren. Ich meine, wenn ihr schon ein Tutorial macht, dann macht es doch richtig. Das alles habe ich denen gesagt. Und das, was ihr dann immer als... Oh, der meckert nur rum, der heult nur rum und so weiter beschreibt. Das wurde dort aufgenommen mit, oh, danke, das sind gute Tipps, danke, dass du das so gut beschreibst, danke, dass du das so gut... Das ist meine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Wenn ich mit Entwicklern rede, Entwickler sind Menschen, die aus Prinzip eigentlich ein gutes Spiel machen wollen. Und die wollen konstruktive Kritik hören. Und das ist der Unterschied zwischen Gemecker und konstruktiver Kritik. Ich äußere konstruktive Kritik. Und das hat der Entwickler aufgenommen mit wow, gut und so weiter. Ja, so. Und ich habe dort Dinge erfahren, die ich jetzt hier nicht berichten darf, weil ich gesagt habe, ich sage dazu nichts. Das ist denen überlassen. Das sind Pressemitteilungen und so weiter, die von denen kommen werden.
Ich weiß nur so viel, dass dieses Spiel sich in eine positive Richtung entwickeln wird. Also A, durch Patches, die noch kommen, und B, auch durch Erweiterungen, die noch kommen. Und deshalb ist dieses Spiel jetzt auch schon besser geworden. Also, es gab ja schon zwei Hotfixes, ich kann es euch mal zeigen. Wenn ich hier gucke, unter Fahren und Lenken, dann haben wir ja hier unten das Force Feedback, das steht bei mir mittlerweile auf 50%. Ich kann das erhöhen und senken, wie ich will. Funktioniert. Steht nicht mehr auf 10.000. Ja, ich kann auch hier Sachen anpassen, was das Fahren angeht und so weiter. Was ich noch nicht gefunden habe, habe ich auch angesprochen. Ich habe gesagt, also eigentlich muss so eine Option rein, dass ich nach links und nach rechts gucken kann, und zwar instant. Nicht so langsam also praktisch das, was hier drin mit dem Track IA und so weiter läuft, ja, das muss auch möglich sein für Leute, die kein Track IA haben. Und wo haben wir es denn? Dann habe ich gesagt, hier dieses nach links sehen und so weiter, das ist ja ein Analogstick. Das heißt, wenn ich das auf den Knopf lege und dann gehe ich langsam in die Richtung. So, aber wir wollen ja schnell. Ich will ja wie beim ATS links gucken, rechts gucken, vorne gucken. Und auch das habe ich dort gesagt und auch das kam an und hat gesagt, ja, okay, sehe ich ein, macht Sinn. Gebe ich mal so weiter. Ich hoffe, da können wir was machen, dass wir da drei Tasten belegbar machen, dass man so gucken kann. Also alles, was ich so bemängelt habe, wird nicht mit du spinnst abgetan, sondern so haben wir das noch nicht gesehen. Das ist gut, das mal aus dem Blickwinkel zu sehen. Also es war ein konstruktives Gespräch. So. Und ich hoffe, dass dieses Spiel durch dieses konstruktive Gespräch besser wird, weil es kann ja nicht sein, dass ich 4,5 Stunden im Spielzutrag, mittlerweile Level 8 bin. Diese Route hier, da hieß es muss bis zu einer Abrechnung gefahren werden. Ich habe extra nachgefragt, ja. Was ist denn Nacht? Ja, weil fahre eine Route bei Nacht. Das ist die Route, die ich hier fahre, das ist Route 3. Da draußen ist dunkel, es ist definitiv Nacht. Ich habe die jetzt zum dritten Mal gefahren. Und dann hieß es, du brauchst eine Abrechnung. Jetzt habe ich sogar eine Abrechnung gehabt, eine Tagesabrechnung gehabt. Die Mission ist immer noch nicht beendet. Ich weiß nicht, wie ich aus der Mission rauskomme. Ich habe gesagt, Leute, eure Kommunikation ist ein bisschen mangelhaft. Manchmal weiß man gar nicht, was man tun soll. Wird dran gearbeitet. Ja. Ich kann auch so viel schon mal dazu sagen, es wird wohl auch dran gearbeitet, nach dem Feedback, was ich gehört habe, dass man dieses Tutorial hier nicht mehr so machen muss, wie man es gerade machen muss in Zukunft. Und dass man die Option hat, auch auf der anderen Karte zu starten. Ohne Tutorial dann. Und das, finde ich, sind gute Schritte. Wenn das Spiel diese Wege geht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier doch noch ein Let's Play starten. Es kann ja nicht sein, also ich meine, wie viele Stunden soll ich hier privat Bus fahren, dass ich aus diesem Tutorial rauskomme, ja? Und dass wir hier mal ein Let's Play loslegen können. Und ich bin also der festen Überzeugung, wenn ich es schaffe, irgendwann hier rauszukommen, sei es durch ein Patch, wo ich einfach sagen kann, wurscht jetzt, wir spielen jetzt auf der Karte, wo ich spielen will. Oder wenn ich es irgendwie privat schaffe, da durchzukommen und auf der anderen Karte anzufangen, dann können wir das Spiel hier definitiv spielen, weil es wird sich in die richtige Richtung entwickeln. So, jetzt fahren wir nochmal ein bisschen weiter. Will scheinbar keiner mehr. Ja, das hier ist zum Beispiel, das ist krampfig, dass ich mit der Maus immer einstellen muss, wohin ich gucken will. Also im ETS gibt es eine Taste, die drücke ich, dann gucke ich nach vorne raus. Das ist immer die gleiche Sicht. Da weiß ich alles, was ich tun will und tun kann. Und das läuft dann. Ja. Warten sie wieder ewig. Alter, da geht doch gar niemand. Was machst du denn da eine Vollbremsung, ey?
So, da vorne ist unsere Haltestelle. Bin schon einiges zu spät. Müsste mich mal ein bisschen eilen, damit es ein bisschen schneller vorangeht. So, wir setzen den Blinker. Können Sie bitte die Rampe runterlassen? Wird denn aussteigen? Ja, ich bin ja noch gar nicht so weit. Da wird schon wieder rumgemeckert und ich bin noch nicht mal so weit. Schlechter hätten Sie gar nicht parken können. Ja, die schlechte Halteposition wird auch angepasst werden. So viel schon mal dazu. Ihr habt manchmal keine Chance, euch richtig zu parken, hat man mir gesagt. Die Chance besteht einfach nicht. Und daran wird gearbeitet. Man ist massiv dabei, Patches für dieses Spiel zu liefern. Am Meer ist so eine tolle Idee, um die ganzen Schildkröten... Wo ist der Blinker? Da. Und ich bin die falsche Straße reingefahren. Dann fahren wir mal, wie es Navi sagt, wie wir rumdrehen sollen. Ja, ich meine, wenn ich hier nicht gucken kann, wo ich hinfahre, das ist schon komisch. So, Vorfahrt achten kann ich nicht, weil ich nicht gucken kann. Ich fahre einfach, die nehmen ja Rücksicht. Die KI, die bremst ja, habe ich gelernt. Ich habe Verspätung ohne Ende, weil ich so viel mit euch gequatscht habe. Aber es waren wirklich, es war... Man hat bei mir angefragt, aufgrund von meinem Steam-Review, ob ich bereit wäre, mit denen zu reden und ein Feedback zu geben. Da habe ich gesagt, ich bin bereit, ein Feedback zu geben. Man kannte mich als YouTuber gar nicht, finde ich auch interessant. Du stellst eine Anfrage wegen einem Key und sie kennen dich gar nicht. Das ist kurios. Aber ich habe, also wie gesagt, aufgrund meiner Kritiken haben sie mir nicht den Key nicht gegeben. Also es wird nachgeforscht. Boah. Ich habe gerade einen Fußgänger überfahren, kann das sein? Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was passiert ist. Der ist mir, glaube ich, in den Bus gelatscht. Oder ich habe ihn mit dem Heck mitgenommen oder so. Keine Ahnung. Es ist so schön, wieder in einem dieser neuen Busse zu fahren. So, da müssen wir eigentlich rein. Und ich habe wieder keinen Blinker gesetzt, weil... es ist so kompliziert. So viel zu lenken und so viel zu blinken. So, meine ganzen Bushaltestellen können noch ausgebaut werden, aber... Man teilt mir immer noch mit, dass ich die Route bei Nacht fahren muss, um das Tutorial endlich zu schaffen. Ja, ich weiß, ich bin zu spät. Ich habe toll abgesenkt, finde ich auch interessant. Ist das kalt heute Abend? Wenigstens ist der Bus geheizt. So, ich glaube, das war's schon. Können wir schon weiter. Ja, und es ist halt ein Problem mit dem Umgucken hier. Weil ich müsste jetzt auf die Seite gucken. Laufen da Leute? Sind da Fußgänger? Ich habe neulich mit Spring of Affection angefangen und verstehe jetzt endlich den Aufstand darum. Und ich bemühe mich ja, anständig zu fahren, aber es ist teilweise schwierig, wenn du dich nicht umgucken kannst. Immer nur vorne rausguckst, ist es schwierig. So, das ist die Endstation. Rampe raus. Muss absenken. Und alle Türen öffnen. Und wieder schlechte Halteposition. Einfach ignorieren. So, wir haben es wunderbar geschafft, mal wieder das Ding zu machen bis zum nächsten Zahltag. Muss ich noch viele, viele Routen fahren. Und ich weiß nicht, wann Nacht ist. Fahre eine Route bei Nacht. Ich habe keine Ahnung, wann Nacht ist.
Ich hoffe, es kommt ein Patch, der auch das behebt, dass es mal weitergeht, weil ich habe irgendwas mitgekriegt im Gespräch. Von 21 Uhr bis 4 Uhr ist Nacht. Also muss ich die Tour nochmal nach 21 Uhr fahren, wahrscheinlich. Damit sie dann anerkannt wird als Nachtfahrt. Und guckt euch, die KI ist der Hammer, wo die Leute überall rumlatschen. Unglaublich. So, ich müsste jetzt weiterfahren zur nächsten Station, deshalb breche ich hier ab. Sag an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch mal ein paar Infos gegeben, wie das Gespräch gelaufen ist und was noch Positives kommen wird. Und ich hoffe ganz einfach, dass das alles schnell passiert, aber ich weiß, dass das Arbeit ist. Deshalb werde ich mich in Geduld üben und wenn es dann richtig spielbar ist für mich, gibt es dazu auch ein Let's Play, weil ich das Spiel eigentlich nicht schlecht finde. Ich meine, die Grafik ist toll, das Busfahren ist toll, das Umgucken ist schlecht, kommt hoffentlich was. Das Force Feedback ist ein bisschen zu hart, kommt hoffentlich was. Wir müssen es abwarten, was die nächsten Patches bringen und es ist schade, dass wir Beta-Tester spielen müssen im Prinzip für ein fertiges Spiel, aber die Entwickler sind gewillt und haben ein Interesse daran, ihr Spiel besser zu machen. Die Person oder derjenige, mit dem ich da geredet habe, der macht nichts anderes, wie sich Reviews angucken, rausschreiben, was kritisiert wurde, Feedback einholen, um am Schluss unterm Strich das Spiel besser zu machen. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn der Entwickler diesen Aufwand betreibt, um ein Spiel besser zu machen, ist das ein gutes Zeichen. Ja, das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Gut, das war ein kleines Feedback zum Gespräch mit dem Entwickler Still Alive vom Bus Simulator 21 und was ich da mit denen so beredet habe und was ich da so erfahren habe und was mir Hoffnung macht, dass dieses Spiel in Zukunft besser wird. Ich muss ja auch ein bisschen das Review nicht nur kritisieren, sondern wenn sich was Positives tut, dann auch mal ein Nachreview machen und das Ganze wieder so ein bisschen gerader rücken. Und wenn die entsprechenden Updates kommen, dass man hier richtig loslegen kann, dann legen wir auch richtig los. Ich habe da nämlich schon Bock drauf, Bus zu fahren mit euch. Aber wenn ich dann halt sehe, guck, ganz im Ernst, hier sehe ich zum ersten Mal, das ist Sonnenaufgang, 4.40 Uhr, Sonnenaufgang, das gilt nicht als Nacht, deshalb kann ich hier fahren, so viel ich will, es bringt nichts. Gott ist das, aber ja, Kommunikation. Ich bin hier raus, ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich demnächst wieder in einem Bus Simulator 21 Let's Play und dann vielleicht auch ohne die Probleme, die uns momentan alle so nerven. Es soll sich entwickeln, nachdem was ich gehört habe. Und zwar in eine richtige Richtung. Däumchen drücken. Mutig bleiben. Geduld haben. Es wird. Ich bin raus. Macht's gut. Bye-bye.